Herr Präsident, meine Damen und Herren, was haben wir in den letzten Tagen gelernt? Die SPD zittert vor Wut vor der eigenen Parteibasis. Eine Union in Panik demütigt die eigene Kanzlerin. Herr Kollege Baumann, reden Sie zur Geschäftsordnung. Es geht um die Feststellung der Tagesordnung. Hinter all dem steht die AfD mit 18% in den Umfragen. Auch mit Geschäftsordnungstricks kommen Sie da jetzt nicht weiter voran. Trotzdem versuchen Sie es, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich doch mal die großen westlichen Demokratien an. Überall eröffnet natürlich die stärkste Oppositionspartei, Frau Hasselmann, die Debatte. Als erste nach der Regierung. Und in diesem Haus sind wir das, meine Damen und Herren. Sie selbst hielten sich ja lange an diese Regel. 35 Sitzungen, 9 Monate lang, bis zur Sommerpause. Wieso wollen Sie das jetzt ändern? Ist es Angst? Ist es Neid? Was auch immer, wenn es gegen die AfD geht, sind die Altparteien sich schnell einig. Wir waren ja zu Kompromissen bereit, die auch für die kleineren Parteien eine Reihenfolge ermöglichen, dass sie da drankommen. Auf jeden Fall waren wir zu Kompromissen bereit. Sie aber wollten eine Art Komplott. Sie stellen uns völlig gleich mit der deutlich kleineren FDP. Sie verbannen uns diesmal auf Top 8. Weit vor uns die Grünen, die kleinste Fraktion im ganzen Haus. Sie stellen den Willen der Wähler auf den Kopf. Was für eine Missachtung der Demokratie, meine Damen und Herren, an dieser Stelle. Neu ist das ja nicht. Schon in der ersten Debatte, bevor wir überhaupt da waren, haben Sie schon damit begonnen, haben schnell die Geschäftsordnung geändert, damit wir den Alterspräsidenten nicht haben und die erste Sitzung der Legislatur eröffnen können. Da hat es ja schon angefangen. So ging es weiter. Unseren Kandidaten fürs Präsidium ließen Sie durchfallen. Alle Fraktionen stellen einen Vizepräsidenten, der in die Redeschlachten eingreifen kann, der zur Ordnung ruft, der Strafen verhängt. Alle haben so einen. Wir haben keinen. Das ist die Benachteiligung. Alle haben Vertreter in den Vertrauensgremien, die Haushalte und Schuldenaufnahme überwachen. Alle sind da drin. Wir nicht. Warum? Bei allen halten Sie sich an die Absprachen, was die Vorsitze in den Ausschüssen angeht. Bei uns nicht. Zum Beispiel beim Ausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Was soll das denn, meine Damen und Herren? Sie beschneiden uns in unseren Rechten, hindern uns, unsere parlamentarische Arbeit zu machen. Aber auch mit solchen Methoden werden Sie den Aufstieg der AfD nicht aufhalten. Das kann ich Ihnen sagen. Jetzt